Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am Sonntag entscheiden wir nicht nur über die Zukunft des Tempelhofer Feldes, also eigentlich über die Frage, wem gehört die Stadt, einem betonverliebten Senat oder den Berlinerinnen und Berlinern, sondern wir wählen auch ein neues europäisches Parlament. In der Debatte in unserer Stadt und leider auch in diesem Haus, es ist erstaunlich leer geworden nach der Aktuellen Stunde, scheint es manchmal etwas unterzugehen. Und auch wenn die Kollegin Schelhanek sich bedankt hat bei den anderen europapolitischen Sprecherinnen und Sprechern, ich bin froh, dass es uns gelungen ist, diesen gemeinsamen Antrag zu machen. Das unwürdige Gezerre im Vorfeld fand ich etwas schwierig und vielleicht schaffen wir es in 5 Jahren, das gleich am Anfang etwas gemeinsamer hinzukriegen. Aber ich glaube, das widerspiegelt auch ein Problem, dem wir uns stellen müssen, alle gemeinsam. Vielen Berlinerinnen und Berlinern und leider auch in diesem Haus scheint die EU, Brüssel und Straßburg weit weg. Die Regelungen, die da gemacht werden, es sind die Gurken angesprochen worden und die finden Sie erstaunlicherweise auch in den Reden vieler Kandidatinnen und Kandidaten, sind selbst, wenn sie auf Deutsch verfügbar sind, auf den Internetseiten oft für viele Menschen schwer verständlich. Und das ist, so meine ich, gewollt. Gewollt von denen, die in Brüssel und Straßburg den Ton angeben. Und das sind zuerst die nationalen Regierungen der 28 Mitgliedstaaten. Wenig überraschend spielen die Regierungschefs der großen Länder eine gewichtige Rolle. Und so plakatiert die Union, Mitglied der EVP, ehrlicherweise zwar in Deutschland Angela Merkel zur Europawahl, die Mitgliedspartei der EVP in Griechenland, die Nea Demokratia, hätte wohl ein erhebliches Mobilisierungsproblem damit. Und eigentlich wählen wir auch kein europäisches Parlament, das muss auch mal gesagt werden, sondern 28 Teilparlamente, die nach 28 Wahlrechten in 28 Mitgliedsländern gewählt werden und in Brüssel und Straßburg als ein Parlament zusammentreten. Auf der anderen Seite erleben wir einen Wahlkampf, der eher Fragen hinterlässt als beantwortet. Die Union, also die CDU an dieser Stelle, gibt bekannt, dass alles schon werde. Die SPD kämpft für Mitbestimmung und Partizipation, aber wahrscheinlich nur auf europäischer Ebene. Die Grünen sind für Klimaschutz und die Piraten können nicht, wenn jemand zuschaut. Ah ja. Dass es am Sonntag um eine wichtige Entscheidung geht, dass die Stimme der Bürgerinnen und Bürger Gewicht hat, dass es um nicht weniger als den zukünftigen Weg der EU geht, wo finden die Bürgerinnen und Bürger diese Informationen? Das Parlament, das wir am Sonntag wählen, wird beispielsweise über die Frage entscheiden müssen, ob die Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA weiterverhandelt werden bzw. in Kraft treten oder nicht. Und ich würde mich davon wohlfeil im Wortgeklingel nicht beirren lassen. Während die SPD verkündet, sie lehne ISDS, den undemokratischen Investorenschutz, ab, stimmt sie am 16. April im Europaparlament einer Entschließung zu ISDS zu. Während die CDU uns mit Wohlstand und Arbeit bezirzt, zwingt ihre Politik im Süden Europas ganze Volkswirtschaften in die Knie und beraubt die Menschen, zum Beispiel in Griechenland, ihrer Zukunft. Glauben Sie denn im Ernst, eine Jugendarbeitslosigkeit von 60% ist eine Bagatelle? Nein, jede Familie in Griechenland hat die Hoffnungslosigkeit und die Zukunftsangst im Hause. So etwas zerstört eine Gesellschaft nachhaltig und dem gilt es, ein Zeichen der Solidarität entgegenzusetzen. Und dass die Freihandelsabkommen sehr wohl mit Berlin, mit uns, mit den Berlinerinnen und Berlinern zu tun haben, will ich an 2 Beispielen deutlich machen. Wir reden hier in der Debatte in der Stadt über Flüchtlinge, die hierher kommen, auf der Suche nach einem sicheren Leben, auf der Suche nach Wohlstand und einer Zukunft für sich und ihre Familien. Diese Flüchtlinge verlassen ihre Heimat nicht aus freien Stücken, sondern sie werden gezwungen durch Kriege, durch Unterentwicklung. Und deshalb sozusagen ist es notwendig, sozusagen Fluchtursachen zu bekämpfen und die Freihandelsabkommen, die auf der einen Seite Wohlstand erhöhen in einigen Ländern, werden Unterentwicklung in Subsahara, Afrika und Lateinamerika verstärken. Und auch deshalb gilt es, den Freihandelsabkommen Nein zu sagen. Und deshalb ist es wichtig, wählen zu gehen, weil es auch Auswirkungen in unserer Stadt hat. Nicht nur in Griechenland, sondern auch hier wenden sich Menschen von der EU und ihren Institutionen ab, weil sie allzu oft als Vorwand gebraucht werden. Viele Menschen hören oft, wir können da leider nicht helfen, die EU verbietet das. Das ist feige, meine ich. Diese Regelungen der EU sind ja nicht vom Himmel gefallen. Die Feiglinge selber haben diese Regelungen in Nachtsitzungen verabredet. Auch diese Feigheit,
Dieses mit dem Finger nach Brüssel zeigen ist antieuropäisch und nicht der Protest dagegen. Wir treten als Linke für ein Parlament mit allen Rechten in der EU ein. Wie können wir das, wenn wir beim Klagen der aktuellen Zustände bleiben? Wenn wir denen, die die EU und ihre Gründungsidee des Friedens und der Solidarität, der gemeinsamen Kultur, der Völkerverständigung und der Freiheit für ihre Zwecke missbrauchen, das Handwerk legen wollen, müssen wir zur Teilnahme an der Wahl ermutigen. Nur ein starkes und selbstbewusstes Europaparlament kann seine Stimme laut und deutlich erheben. Stärke und Selbstbewusstsein wachsen aber nicht auf einer niedrigen Wahlbeteiligung. Sie, liebe Berlinerinnen und Berliner, haben es in der Hand. Ihre Stimme entscheidet. Sie entscheidet nach dem Wegfall der 3%-Hürde auch, wie viele Stimmen in Deutschland notwendig sind, um einen Sitz oder auch zwei oder drei zu bekommen. Ich will, dass von unserem Berlin klar das Signal ausgeht. Nazis und Rechtspopulisten haben in unserer Stadt keine Chance. Und ob sie eine Chance haben, entscheiden Sie, liebe Berlinerinnen und Berliner, mit Ihrer Stimme für demokratische Parteien. Wenn Sie zu Hause bleiben, hat die Stimme anderer für Nazis und Rassisten mehr Gewicht. Oder anders gesagt, schlechte Politiker werden von guten Menschen gewählt, die nicht wählen gehen. Wir in Berlin haben nichts zu verschenken, unsere Stimme erst recht nicht. Deshalb gilt am Sonntag: Geht wählen, Nachbarn.